मसीह-ए-वक्त अब दुनिया में आया, खुदा ने अहद का दिन है दिखाया। दरसे महफूजा, वोर्टराग aus den Worten des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Dars aus den Schriften und Auszügen von den Schriften des verheißenen Messias, alayhi salatu wasalam. In diesem Dars geht es darum, Ihnen ein Zitat oder eine Referenz des verheißenen Messias, alayhi salatu wasalam, vorzustellen, damit wir von diesen spirituellen Schätzen profitieren können und in unserem Alltag, in unserer spirituellen Anstrengung dadurch auch weiterentwickeln können. Der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, er sagt über die Gotteserkenntnis, er sagt, jene, die Gott wahrhaft suchen, wissen wohl, dass Gotteserkenntnis nur durch Gott selbst erlangt werden kann. Und Gott allein kann das volle Verständnis seiner selbst gewähren. Dies ist keine Sache der eigenen Wahl des Menschen. Wenn dem Menschen nicht vollkommenes Verstehen gewährt wird, kann er die Sünde durch nichts ablegen und keine Nähe zu Gott erlangen. Also ohne Gotteserkenntnis ist es nicht möglich, die Sünde abzulegen. Weder kann Buße helfen, noch gibt es einen Weg, um von der Sünde geläutert zu werden, außer durch jenes vollkommene Verstehen, das vollkommene Liebe und vollkommene Furcht erzeugt. Diese beiden allein liefern einen Schutz gegen die Sünde. Wenn das Feuer der Liebe zu Gott und der Furcht vor ihm entflammt ist, verbrennt es alle Ursachen der Sünde zu Asche. Dieses heilige Feuer und die vermoderten Feuer der Sünde können nie gleichzeitig existieren. Der Mensch kann so lange weder dem Übel entgehen, noch in der Liebe voranschreiten, bis er nicht gesegnet ist mit vollständigem Verständnis. Und es geschieht erst, wenn Gott, der Allmächtige, Lebendige, Segnungen und Wunder herabsendet. Also mit der Gotteserkenntnis ist es möglich, dass wir Sünde abwehren können. In einem anderen Zitat hat der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, auch ein Beispiel gegeben. Er hat gesagt, wenn ein Schlangenloch da ist und man weiß, da ist eine Schlange drin, würde man niemals die Hand da reinreichen, weil man weiß und die Gewissheit hat, dass man gebissen wird. Und genauso ist es mit Gottes Erkenntnis. Jemand, der Gottes Erkenntnis hat, wird niemals bereit sein, Sünde zu begehen. Dabei spielt Demut auch eine wichtige Rolle im Glauben auch. Und auch weitere Aspekte, die den Glauben stärken, diesbezüglich sagt der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam. Demut ist für den Glauben wie ein Samen. Durch das Ablegen alles Unnützen beginnt der Glaube zu sprießen. Also durch das Ablegen von unnützigen Dingen, die zeitverschwenderisch sind und keinen Vorteil haben, das stärkt auch nochmal den Glauben. Also Demut stärkt den Glauben. Und sich von unnützigen Dingen fernzuhalten, stärkt den Glauben. Wenn man seinen Reichtum im Namen Allahs ausgibt, bringt die Pflanze des Glaubens Schößlinge hervor, die sie gewissermaßen stärken. Durch Beherrschung tierischer Leidenschaften erwerben diese Zweige Stärke und Festigkeit. Durch Schützen aller Zweige seiner Verantwortung und Versprechen kann der Baum des Glaubens fest auf einem Stamm stehen. Dann wird ihm zur Zeit seiner Frucht eine neue Fähigkeit verliehen, und ohne die er weder Früchte tragen noch Blüten hervorbringen kann. Also unser Glauben, der gleicht einem Baum. Und dieser Baum wird gestärkt durch unser Verhalten, indem wir Demut uns aneignen, von unnützigen Dingen uns fernhalten, Reichtum auf Allahs Wege spenden und unsere Versprechen erfüllen, unsere tierischen Leidenschaften beherrschen. All das festigt unseren Glauben und unsere Gewissheit in Allah. Und weiter sagt der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, an einer anderen Stelle, bedenkt, ohne Gewissheit im Glauben ist es nicht möglich, sich der Sünde zu entledigen. Ohne Gewissheit ist es nicht möglich, das Leben der Engel zu leben. Ohne sie ist es nicht möglich, Ausschweifungen abzulegen. Ohne sie ist es nicht möglich, eine heilige Veränderung zu erleben und auf außerordentliche Weise zu Gott hingezogen zu werden. Ohne sie ist es nicht möglich, die Erde zu verlassen und zum Himmel aufzusteigen. Ohne sie ist es nicht möglich, völlige Furcht vor Gott zu haben. Ohne sie ist es nicht möglich,
entlang der zarten Wege der Rechtschaffenheit zu schreiten und sein Verhalten von allen Spuren der Protzerei zu läutern. Ähnlich ist es ohne diese Gewissheit nicht möglich, weltliche Reichtümer und Ehren zurückzuweisen und sich nichts aus der Gunst der Könige zu machen. Und nur allein an Gott als den Schatz zu glauben. Also die Gotteserkenntnis, die Gewissheit in die Existenz Gottes führt dazu, dass man sozusagen sich weiterentwickeln kann und vor Sünde sich schützen kann und vor jeglichen Schwächen sich schützen kann. Durch diese Referenzen wird uns bewusst, wie wichtig eigentlich die Gewissheit ist, die Gotteserkenntnis ist. Und dafür werden Propheten entsandt. Dafür ist auch der verheißene Messias, alaihi salatu wasalam, erschienen, um genau diese Gewissheit in den Menschen zu stärken, so, dass er von Sünden geschützt bleibt. Möge Allah Ta'ala uns dazu befähigen, dass wir diese Gewissheit erlangen und immer von Sünden geschützt bleiben. Jazakumullah, Hasan al-Jazah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. مسیح وقت اب دنیا میں آیا خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا درس محفوظات Vortrag aus den Worten des verheißenen Messias. Friede sei auf ihm.